Kleiner Mann, die Rattenjäger kommen. Wer jagt gerne Ratten im Wald? Kies und Kreis, Kies und Kreis. Bei wem wird euch nie die Flinte kalt? Bei Kies und Kreis. Mutierte Ratten, gebt besser Acht, denn sonst schießt sie in euren Schokoschacht. Habt ihr euch nur zum Essen gebückt? Ja, dann ist zu spät, es gibt kein Zurück. Plopp und zack ist die Flinte drin. Peng und Knall, wo ist die Ratte hin? Eine Riesenfontäne, man glaubt es nicht. Und ein dicker Rattenschwanz klebt dein Gesicht. Ich hab dir gesagt, das Ganze ist unter unserer Würde. Ratten? Wir sind Geister- und Dämonenjäger und keine Kammerjäger. Aber wir lieben Ratten. Wir lieben Ratten gar nicht. Was ist, wenn es eine geisterhafte Dämonenratte ist? Ja, aber ist es nicht. Du hast gesagt, es sind gewöhnliche Hausratten. Das ist mein Lieblingsfreund. Sie haben ihn nach Wisconsin entführt. Ja, und jetzt sind wir hier und jagen auf einmal wieder irgendwelche Schädlinge. Oh Gott. Sind wir nicht besser als das? Wir müssen hier weg. Wir haben die Vögel aufgescheucht. Wir müssen hier weg. Vögel aufgescheucht. Sag mal, hast du wieder irgendwie Lack gesoffen? Wer hat uns gehört? Hast du wieder an so einem Kreis Industry-Lappen gerochen? Wer hat uns gehört? Wir müssen hier durch die alte Burgruine. Wer hat uns gehört? Ratten haben... Was? X9. X9? Was läuft hier eigentlich, Kreis? Weißt du, du sagst, steig in den Van, wir müssen nach Wisconsin. Ich so, weißt du, wie lange wir da mit einem Van fahren von Deutschland aus? Ist mir egal. Komm, wir gehen hier ins Haus. Da willst du rein? X9. Was ist das hier? Kann man da eine Bombe bauen? Wow! Alter! War das eine Kuschelleiche? Alter, die... Wink, wink, hat die bei mir gemacht, bei dir auch? Ja, weil ich in dem Moment bin ich auf den Bären... Alter, was war das? Hast du gesehen? Das war mein Onkel Stu! Das ist keine gewöhnliche Hausratte, wie du gesagt hast. Oh. War das? Oh, er ist direkt hinter dir hergelaufen. Onkel Stu ist voll aggressiv. Oh nein, ich bin auf den Teddybären getreten. Jetzt hat er dich gehört. Onkel Stu mag es nicht, wenn du auf seine herb riechenden Bären trittst. Warum riechen die herb? Ich habe eine Batterie. Nimm mit. Was kann man damit machen? Autobatterie. Autobatterie? Können wir mit dem Auto entkommen? Wahrscheinlich. Aber Telefon. Oh, der gute alte Wahl. Warum machst du sowas? Was ist denn? Warum machst du denn sowas? Ich hab doch gar nichts gemacht. Natürlich, du hast daran rumgefummelt. Ich hab nicht gefimmelt. Du hast gefimmelt, ich hab's doch gesehen. Ich hab meine Pelle ist vom Fuß gerutscht wegen dem Scheißding. Oh. Hast du es gehört? Pellfuß. Da vorne. Er giggert so ein bisschen Predator-mäßig. Wo bist du jetzt hin? Ich bin hinter dir am Müllcontainer, da wo ich immer bin. Ich bin da, wo der Müll ist. Ich bin da, wo der Müll ist. Please keep lids closed. Finde mich, wo der Müll ist. Da. Altes... Benzin. Ich hab schon Benzin und Batterie. Ja, aber wir haben X9, ne? Wir müssen irgendwie Wir haben X9, Alter. Gab's eigentlich so einen Container? Ja, es gab einen Swaffel-Container. Oh Gott! Alter, nein. Er ist draußen. Er kommt rein. Ich hab ihn da hinten flitzen sehen. Was machst du hier in meiner Ecke? Das ist meine Ecke. Ich bin beim Müll. Er hat einen haarigen Rücken. Ja. Silberrücken ist so ein Quantum, ne? Alter, das... Oh. Ja, natürlich. Verdient. Ich hab nichts wrong gemacht. Da steht ein Feuerwerk. Feuerwerk? Hier ist ein Schlüssel. Fahrzeugschlüssel. Ich kann aber nichts mehr nehmen. Ich hab mein Inventar ist voll. Warte, wo ist der Schlüssel? Hier im Regal. Okay, hab ich. Wow, was machst du? Wow. Wieso? Keine Ahnung. Ich wollte einsammeln. Ich geh nach draußen. Ich gehe hier ums Haus. Ist denn nicht sowas wie ein Container mit Waffen drin? Ja, es gab einen Container. Guck mal hier. Komm hier lang. Da rennt er rum. Warte, wo bist du? Oh. Was hast du gefunden? Komm hier lang. Den X9? Nee, ich habe keinen X9 gefunden. Aber da geht's nach oben. Geht's nach oben? Komm, Junge. Das ist unser neuer Job. Riesige Mutantenratten jagen. Ja. Was jagen wir denn nicht? Wir jagen alles. Ich weiß nicht. Ich hab gehört... Aber wo? Der jiggelt hier. Hast du gehört? Jiggle, jiggle. Oh, man. Wiggle, wiggle. Wie geht das irgendwie so, ne? My money don't jiggle, jiggle. Ja, genau. Fine. Ja, genau. My money don't jiggle, jiggle, Alter. Du musst nur so ein Lied haben, was bei TikTok in den Dingern benutzt wird, ne? Ja, klar. Heutzutage ist alles auf TikTok ausgelegt. Alter, guck mal hier oben. Angeblich sind wir auch auf TikTok gut vertreten, höre ich immer. Dass es da Leute gibt, auch so Songs runterladen und Clips machen und alles. Wow. Auf TikTok sind wir Weltstars, aber verdienen halt daran nichts. Nee. Was ist denn hier? Ein Tarnungs...
Tarnbusch. Tarnbusch, aber dann musst du Sachen aus dem... Was ist jetzt hier oben? Holy shit, hast du noch Juice? Du musst ja diese Batterien finden, sonst frisst er dich. Ach, oh shit, ich hab keinen... Nee, mein Batterieding ist rot. Hast du keinen Saft mehr in der Hose? My battery don't jiggle jiggle, Alter. It falls. Muss halt auch richtig dumm sich anhören. Hä, wieso, ne? Gibt's hier keinen Helikopter? Hier ist nichts Helikopter, das ist... Wir sind aufgeschmissen. Als ob wir Helikopter hätten. Hier gab's mal einen Helikopter, ach, ich bin mir sicher. Ach, du redest doch wieder irgendwelche... Du hast doch wieder irgendwelche Fieberträume. Fieberkopter. Komm mal, lass mal hier runtergehen. Ich wette, hier unten... findest du eine Batari. Ich hab eine... Ach so, eine... Also eine Consume-Batari. Hier vielleicht. Hier ist so eine... Ne. Weil hier waren welche. Wir haben ja schon welche gefunden. Hier vielleicht. Haben wir welche gefunden? Ja, hier. Hier. Batterien nehmen. Oh ja. Ja, das sind diese kleinen hier. Noch eine drin. Na, ja, hier ist noch eine. Brauchst du noch eine oder bist du voll mit einer? Ich hab halb jetzt. Dann nimm. Da ist noch eine. Hast du schon geflasht? Ich hab noch gar nicht geflasht. Der will mich gar nicht. Der weiß einfach, dass ich... Alter, ich bin ihm zu attraktiv, hat er gesagt. Okay, wie wäre es, wenn wir ein Auto suchen gehen? Oh oh. Jetzt ist er sauer, mega sauer. Was ist da bei dir? In dem Schrank? Da liegen Fahrzeugschlüssel. Wenn du dich umdrehst, in dem anderen, da ist auch irgendwas da oben. Telefon. Wird ja nicht auf dem Teddy. Oder wir suchen halt hier die Symbols. X9? Wo ist denn das da Auto braucht man überhaupt? Da nicht vier Stück oder sowas? Eigentlich hier nur drei. Weil eins können wir ja raten, rein theoretisch. Metallschrott liegt hier rum. Was braucht man den dann? Fallen oder sowas kann man damit bestimmt bauen. Stimmt, man konnte ja noch so Bärenfallen und für sowas den, alles bauen. Für den Wintercopter. Der Wintercopter ist eine Erfindung von dir. Es gibt keinen Wintercopter. Nein. Die sind nur vielleicht auf dem falschen Haus oder so. Ich hab du... gehört? Bill... leise. Rieselt der Schnee. Also wenn es hier irgendwas. Hinterkopter gibt, ist noch mehr Taschenlampen, Batterien. Alter! Dicke Kacke. Und hier sind Zigarettenstümmel und Steuerpapiere. Ja klar, Kreis Industry-Mitarbeiter waren hier mal in dieser ja. Anlage. Ja, nee, ist eine verlassene Kreis Industry-Anlage. Das ist ein verlassenes, das ist ein Steuerkompressor, nennt man das. Sie haben was hier siehst. Mund. Wie kommen wir hier jemals wieder raus? Jetzt mal im Ernst. Edmund Hartwigs, die Familienratte, wurde zurückgelassen. Jetzt hier drauf. Oh, ich habe eine Joggen gesehen. Wir haben noch 11 Minuten. Was passiert dann? Haben wir dann überlebt oder sind wir dann einfach tot? Ne, dann sind wir tot, glaube ich. Dann sollten wir jetzt vielleicht versuchen, ein Auto oder sowas zu finden. Immerhin haben wir ja Sachen für ein Auto. Jede Menge. Wir sind doch am Auto gestartet, oder nicht? Nee. Doch? Sind wir? Ich dachte, du wärst mit dem Helikopter hergekommen. Ja, oder startet man nicht am Auto? Ich weiß es gar nicht. Ja, das Auto wird schon so ein bisschen außerhalb stehen, ne? Guck mal, da drüben ist noch so eine alte Hut. So eine kleine beleuchtete Hut. Ah, hier ist so eine kleine Hut. Hier ist auch wieder Metallschrott. Der Container ist ja auch irgendwo hier, ne? Der ist ja schon da. Ja, ja, der Container wurde geliefert. Oh. Birds. Da kommt er. Vorsicht. Stehen bleiben. Achtung! Hat nur dran gerochen an den Vögeln. Genüsselt leicht. Leicht reingenusselt. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Wir müssen joggen. Wir haben keine andere Wahl. Weil wenn wir jetzt nicht ein Auto finden, dann war es das eben mit uns. Winterwunderland. Ich
kann noch nicht ins Bett. Die Nordlichter sind noch wach. Da hinten ist ein Helikopter. Wo? Jetzt er mit seinem Helikopter, da, ein Auto reicht. Wo da, denn? Da ist so ein Helikopter. Da steht ein Typ. Hier ist ein Dude. Ja, das ist bestimmt die Vogelscheuche. Guck hier. Ist so ein Helikopter. Der sieht aber nicht gut aus. Schlüssel, Metallschrott, Treibstoff. Du hast doch Treibstoff. Ja, aber wie setze ich den ein? Ahnung. Hier. Leuchtet dann so. Du musst auswählen, leuchtet es grün. Ah, ich habe jetzt hier einen Schlüssel reingemacht. Treibstoff. Also können wir rein theoretisch mit dem Heliman. Wir könnten mit Heliman fliehen, aber. Hier nicht noch irgendwo Schrotzinski? Ja, hier, Metallschrott. Aber eigentlich müssen wir die Ratte auch einmal töten, ne? Es geht um die Jagdehre. Aber nee, man kann die Ratte nicht töten, oder? Man kann die Ratte töten, doch, doch, doch. Deswegen, wenn man da diese Waffen findet, kann man sie niederschießen. Ach stimmt, wir müssen den Rotor reparieren. Deswegen brauchen wir diese Codes. Wir brauchen die Codes. Hier ist wieder X9. Ja, hier sind wir dann irgendwie auch gestartet. Ich glaube, ganz. War nicht oben auf dem Dach noch im Metallschrott? Irgendwo auf dem Dach, dann in diesen Hütten. Von hinten leuchtet auch irgendwas. Ist das der Container? Ich glaube, ich habe einen Container gefunden in der Ferne. Hier ist noch mehr Treibstoff. Nee, ist eine Hütte. Ich hab Schrott. Ich hab hier ein Ablenkungsradio gemacht. Macht er mit dem Radio? Ah! Oh mein Gott! Alter! Was war das? Weiß nicht, was war was? Wie, wo was? Ich bin auf irgendwas getreten, was gepfiffen hat. Hier ist noch ein Schrott. Achtung, wow! Okay, ich habe keine andere Wahl. Ich muss da Ablenkungsfeuerwerk machen. Wie kann man denn Sachen wegwerfen? E. Was? E? Nee. G. Achso. Wie geil. Autobatterie. E. Ablenkungsfeuerwerk! Wow! Hier in der Nähe? Nee, aber das Feuerwerk ist hier. Alter, bist du auf dem Dach? Nee. Von unten. Achso, weil da oben kam Feuerwerk aus dem Dach. Meine... Gibt's auch unten im Gebäude gemacht. Okay, ich hab ein Metallteil, hast du auch eins? Ich hab einen Metallschrott, ja. Brauchen... Da fehlen nur noch... zwei. Eins ist drin, ne? Jetzt sind zwei drin, jetzt fehlt nur noch eins. Nee, wir brauchen vier zum Reparieren. Ja, und ich hab zwei drin. Ja, und eins hab ich, also fehlt noch eins. Okay. Aber ich finde, wir sollten auch nach dem Code gucken. Vielleicht haben wir ja noch die Möglichkeit... ihn mit so einem alten Code zu vaporisieren. Aber das wird schwierig, glaube ich. Hier die Codes zu finden? Das wird not so easy. Ich weiß ja nicht mal, wo der Container ist. Wo bist du eigentlich? Oben auf dem Dach. Geht da was ab? Nee, ich wollte gucken, ob hier Schrott liegt. Ich meine. Ich habe noch einen Schrott. Wir haben jetzt genügend Schrott, wir könnten entkommen. Aber ich finde, wir sollten noch gucken, guck mal lieber nach Codes. Vielleicht können wir das Vieh auch töten. Ja, aber ich finde ja auch keine Codes. Nebenbei gucke ich ja aber. Ja, die Codes können halt wirklich überall sein. Das ist richtig schwer, finde ich, mit den Codes. War das? Oh Gott! No! Oh, da war so ein Springteufel. Die Ratte ist gone. Hier gibt es ja auch noch so einen Keller und so, ne? Also es ist nicht so. Echt jetzt? Ja, ja. Bist du im Keller unten? Nee, aber den gibt's hier. Ich hab's von oben gesehen, dass da so ein Loch im Boden ist. Also bist du immer noch oben? Nee, jetzt bin ich unten wieder. Ganz unten. Ja, erster Stock oder so. Aber an den Säulen und so sehe ich jetzt nichts am Säulenpeter. Da, da. Hast du einen? Viereck 9. Also X9. Oh Gott, Alter! Was denn? Kennt er hier als Buschel? Das wäre die Ratte, verdammt! X9, Viereck 9.
Guck mal, hier ist ein Loch. Ja, aber... Ihr habt jetzt auch ganz schön mad. Wollen wir da rein ins Loch? Ich weiß nicht, wir haben nur noch 5 Minuten. Ich gehe erstmal, glaube ich, den Helikopter reparieren, damit wir direkt weg können, falls... Alter, die hat einen Fernseher gemobst! Ja, der hat einfach so einen Fernseher geklaut. Wo ist... Wie geht's denn zum Heli? Hier sind überall Puppen. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo du hin bist. Ah, da hinten, ich sehe dich. Nach unten gegangen. Der verdammte kalte Frostnebel, ne? Ja, ja. Der Typ hat einfach so einen Fernseher geklaut. Es ist hier in der Hood, ey. Okay, wo ist der Helikopter gewesen? Irgendwo so ein bisschen außerhalb. Relativ dark, ne? Der Helikopter. Ja. Irgendwo in außerhalb? Von so einem Zelt. Ja. Da, ich sehe ihn da hinten. Wo? Da, direkt vor uns. Okay. Easy. Helikopterende, easy. Tankt. Metallschrott, 2 von 4. Rattenmann, du bist doof. Wo kann ich den denn einbauen? Ich sehe es nicht. Am Rotor hinten. Ah, da. Wir haben keine Angst vor dir, Rattenmann. So, jetzt halt die Frage, wollen wir escapen? Oder wollen wir nochmal gucken? Wir haben jetzt 2. Wenn wir mal wüssten, wo der Container halt so ungefähr landet, wäre auch ganz nice. Ja, der Container wird ja immer gleich stehen wahrscheinlich. Deswegen, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der wird auch irgendwie so außerhalb sein, damit wir halt den Rattenmann auch erschießen können. Einfach so in die... Naja, hier ist Ende. Der war auch beleuchtet, oder nicht? Ja, hier, hier. Nach oben, den Berg da, hier hoch, da, ne? Ist er. Nein, zurück. Aber hier leuchtet zurück. Was. Auf, nein, das ist aber eine Hütte. Ja, ich stehe ja vom Container, drin. Aber ich... Nee, war ich schon bei der Hütte. Achso. Was war's? 9 und 9, ne? X9, Viereck 9. X9 und Viereck 9. Das ist halt die Frage. Wie viele Zahlen sind halt drauf? Es sind 4 insgesamt. Ah, das okay. Das hätten ist... wir noch 1... Ist der auch direkt hier beim Helikopter oder was, der Container? Ja, in der Nähe halt. Siehst du mich nicht? Jetzt gerade nicht, ne? Aus zum Hügel. Wieder, geh mal zu dem Zelt. Alter, er kommt, irgendwo rennt er rum. Also ich bin jetzt beim Helikopter fast. Achso, ich bin jetzt wieder bei, ich bin bei dem Hügelzelt, wo du warst. Achso. So, dann renn ich jetzt zum Heli. Dann wir haben eh nur noch 2 Minuten. Jetzt kriegen wir den Code nicht mehr hin. Nee. Aber da ist der Container, der ist aber auch echt gut versteckt. Das heißt, man muss das erst im Endeffekt auch ein paar Runden spielen, um die Code-Locations rauszukriegen. Aber die sind auch random. Ja, ja, eben. Oh, das wird schwierig. Ah, das ist der Heli. Wenn man jetzt betritt, fliegt er direkt los? Weiß ich nicht. Versuchen wir es. Bist du am Heli? Ich bin am Heli, ja. Boah, was war das? Weiß ich bin auf eine Spitzmaus getreten. Ernsthaft jetzt? Drückst du? Ja, warte auf andere Spieler. Ah, okay. Bist du drin? Alter, Helikopter! Helikopter, Helikopter! Wir fliegen, guck mal! Er ist umgelaufen, ey. Ihr hört Geräusch, aber sagt, oh nein, ist er in der Luft! Alter, durch den Wald gestartet! Du bist geflohen! Weißt du, wie schwer so ein Waldstart ist? Ist ein ja klar, alle Bäume haben wir weggeholzt und gesagt, stornieren. Stornieren? Was ist denn stornieren? Ja, die haben unsere Überweisung storniert, weil wir die Ratte nicht getötet haben. Ja, Bezahlung nur bei Kill stand da. Und du so, ja, mach Helikopter, alten Sowjet-Helikopter reparieren. Ja, okay. Funktioniert okay. Nicht. Was funktioniert einfach nicht. Guck mal hier, wir müssen töten. Es gibt sogar Standard, Jagen, brutales Monster. Was ist denn brutales Monster? Gibt's auch verschiedene Modis. Na, Jagd. Die werden wir alle noch herausfinden. Wir müssen Dinge herausfinden, erforschen, unseren Körper entdecken. Ihr wisst ja, wie das so ist. Das ist schwierig. Lasst eine Bewertung da. Beim nächsten Mal machen wir den Rattenmann auf jeden Fall kalt. Ich meine, die Winterratte, sie muss weg. Sie muss weg. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, auf Wiedersehen und...